Ja, jetzt kommt der große LKW. Der hat es jetzt ein bisschen schwerer oder im Grunde genommen genauso? Im Grunde genommen tut er sich relativ einfach. Wir müssen hier noch auf den Tank aufpassen. Ja, der ist wo? Links, rechts? Tank haben wir auf der rechten Seite. So, Nikola, jetzt ganz langsam erster Gang. Und es kommt ganz langsam hoch. Komm hoch, ich schaue unten, dass der Tank nicht aufsitzt. Komm einfach gerade vor. Weiter, weiter, weiter. Siehst du, wir haben zwei Tanks, einen links, einen rechts. Das ist der tiefste Punkt in der Mitte. So, jetzt komm weiter. Ein Stück nach rechts rüberlenken. Beifahrerseite. Weiter einlenken. Einlenken. Und langsam machen. Ganz langsam. Jetzt lass ihn langsam kommen. Über die Kuppe bist du schon drüber. Und jetzt mach langsam, dass wir hinten nicht durchfedern. Okay, jetzt langsam vor, Hindernis ist durch. Dirk, wo bist du abgeblieben mit deinem Sprinter? Ein richtiger LKW, er ist rübergefahren und das Starke ist natürlich, er hat es hier ein bisschen abgekippt, das kann man machen, damit der Böschungswinkel natürlich ein bisschen anders wird. Dadurch ist das hier hochgefahren, der Unterfahrschutz, und den Berg sind wir gerade rübergefahren. Ganz schön sportlich, muss man sagen, aber das ist noch nicht alles, der kann noch viel mehr. Na, ihr beiden? Fahrzeugwechsel. Ist das schön? Ja, sehr schön. Aber mit anderem Fahrzeug jetzt. Nicht? Du fährst normalerweise was? Ja, auch den Iveco mit dem 8-Leitner, aber da ging eben die Untersetzung und die Differentialsperre nicht rein. Und netterweise hat mir der Stefan den Aussteller gegeben, dass ich mit dem jetzt fahren kann und das Wochenende jetzt nicht zugucken muss. Boah, ist das ein Service, oder? Das ist aber nett. Das stimmt. So, und du fährst es hinterher? Ja, mal gucken. Mal gucken. Du warst so schnell. Wir fahren alle durch.
Ja, das war ja noch harmlos, oder? Ja, wir haben auch erst überlegt, ob wir ordentlich durchfahren, damit es mal spitz. Dass man so richtig rein rausfedert, gell? Genau. Dankeschön. Vorhin an der blauen Tonne gestartet sind, also kann man dann an der Pfütze doch noch einen Fahrerwechsel machen. Okay, wunderbar. Okay, nicht ganz so weit ausholen mit dem kurzen Iveco. Du kommst relativ schnell ums Eck rum. Bleib bei mir, Hanno. Bleib auf meiner Seite. Lenk ein, einlenken, Hanno. Einlenken. Bleib bei mir drüben. Jawohl, und langsam los jetzt. Da ist was passiert beim Hanno. Was ist denn passiert? Differential ging nicht rein beim Iveco. Ja, das ist ein nachgerüsteter Allrad bei seinem Auto, was er eigentlich hat. Bleiben wir auf der Straße oder was machen wir? Und wenn der Allrad ewig nicht benutzt wurde, er hat ihn ja auch erst gebraucht, gekauft, dann kann es sein, dass der erst einmal nicht reingeht, dass der Sperrenmotor sauber gemacht und gängig gemacht werden muss. Ist aber nichts Wildes. Jetzt nichts Wildes im Moment, nein. Okay. Ihr fahrt auf der Straße vor. Bitte alle Sperren rausnehmen und vorfahren zum Medical. So, die auf der Wiese neben der Halle. So, die Jungs und Mädels machen Medical. Die machen jetzt Medical, ja. Mit Puppen. Mit Puppen, ja. Mach langsam mit dem Sprinter. Denk dran, du hast einen langen Überhang. Okay, du kannst beim Sprinter auch den Allrad auf der Straße abschalten, sonst kommst du um die Kurve nicht sauber rum. Vorher die Untersetzung noch rausnehmen und einen Leerlauf einlegen dabei. Und, wie war's? Ja, machen sich gut. Sag mal, das hier ist jetzt Anfängertraining. Das war ja noch nicht das Schwerste. Das Gelände bietet einiges. Was machen denn die Profis? Die Profis machen das ja natürlich auch mit größeren Autos in Richtung LKW. Und du fährst natürlich ganz andere Schwierigkeitsgrade. Ja, also du kannst hier auf der Strecke ein bisschen variieren. Das sagst du, hast mehr Schräglage drin. Ja. Du fängst mit den schwierigeren Sektionen an. Und es wird dann vom Fahrerischen her aktiver, du musst mehr am Lenkrad kurbeln, du musst um engere Ecken rum, ja, und hast dann teilweise auch eine Schräglage mit drin um die Ecke. Und das macht dann diesen, ich sag mal, Oh-Shit-Moment. Wenn die Leute ja unterwegs sind, schon ein paar tausend Stunden, das hilft ja auch, oder? Das hilft auch natürlich, ganz klar. Carsten, normalerweise bist du ja am Verkauf, das heißt, du machst schnöde Angebote mit allem dran. Und hier, du bist jetzt mal draußen, du kannst beides. Ich kann beides, klar, ich bin ja seit über 20 Jahren Offroad-Fahrtrainer. Schnöde Angebote sind es eigentlich gar nicht. Weiß ich ja, ich wollte dich mal provozieren. Jedes Angebot ist natürlich anders und macht natürlich auch anders Spaß. Ne? So, die Leute, er hat zum Beispiel mir erzählt, ein Kunde, der hat einen durchgehenden Boden, weil er das gerne so wollte. Das geht. Das geht, ja. Also wir haben solche Sachen sind eigentlich Kleinigkeiten. Wir können bis zu geraden Dach, durchgehender Boden, also sehr viel ändern, wenn es im technischen Maße Sinn macht. Ich habe das eben gefilmt. Einstiegsstufe war sehr hoch. Trotzdem, alles, was nicht da ist, kann nicht stören. Ja klar, wir verbauen so viel wie möglich natürlich geschützt. Aber eine Treppe hängt nun mal irgendwo unterm Auto. Auch ein Gastank ist teilweise unterm Auto. Ja. Das muss er fahrerisch einfach ausgleichen. Das hast du ja süß gesagt. Das muss man fahrerisch ausgleichen. Was bei dem Auto ganz toll ist, der ist sehr kurz, oder? Der sitzt ein EX358 auf dem kurzen Iveco-Radstand mit 3,48 Meter. Ist natürlich extrem wendig, das Auto. Extrem kurz, komme ich über kurze Kuppen auch sehr gut drüber. Ist was für Fahraktive, ne? Jemand, ja, der im Gelände aktiv fahren möchte. Wunderschön, das Fahrzeug. Also es, durch den kurzen Radstand. Ja, wie gesagt, sehr fahraktives Auto. Komme ich im Gelände natürlich sehr viel weiter als mit einem langen Auto. So, der Carsten meint, es ist ein sehr fahraktives Auto. Hast du das gemerkt? Fahraktives? Ich bin noch nicht so viel aktiv gefahren, um das merken zu können. 250 Meter, aber also sehr, man merkt einfach die größere Bodenfreiheit. Ja. Als bei, und das merkt man sofort. Und, ja. Ist das jetzt schon was du normal nicht fährst, hier die Strecke? Ja, ja, ja. Ja. Wir haben unseren auch noch nicht so lange und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich das so richtig ausprobiere. Ja, schon.
Das ist eigentlich das Training, um es künftig mehr nutzen zu können. Guten Morgen. Darf ich mal fragen, was es heute zu essen gibt? Heute Mittag oder heute Abend? Heute Mittag und heute Abend. Also heute Mittag gibt es Schupfnudeln mit Kraut und Speck extra für die Vegetarier, sehr klar. Und heute Abend gibt es eine Pizza. Pizza, selbstgemacht? Natürlich, frisch gebacken. Du bist Koch, oder? Ich bin Koch, auch unter anderem. Und Quadfahrer. Und Trainer und alles. Und Gesellschaft in der Firma Prolog. Und ja, das ist mein Ruhestand an und für sich, was ich jetzt mache. Ja, ich merke es, du bist total in Ruhe, oder? Das ist mein Ruhestand, das passt alles. Ne? Herrlich. Viel Spaß. Dankeschön, ciao.